Es ist voll auf dem Marktplatz von Passos de Ferreira. An den kleinen Ständen gibt es alles, von Gemüse bis zur Blue Jeans. Neben einem der Stände steht ein steinerner öffentlicher Brunnen. Aus einem kleinen Rohr plätschert Wasser. Darüber ein Schild, kein Trinkwasser. Früher haben wir es getrunken, gutes, frisches Wasser. Ja, man konnte es gut trinken. Ich bin 66 Jahre alt und habe immer das Wasser von hier getrunken. Humberto Brito ist Mitglied in der Bürgerbewegung 6. November, die sich dagegen wehrt, dass ein privates Wasserunternehmen in Passos de Ferreira bestimmt, wo und wie das Wasser genutzt werden darf. Dieser Brunnen hier ist aus dem Jahr 1936, also schon fast 80 Jahre alt. Und immer kamen die Menschen hierher, um sich Wasser zu holen. Seit der Privatisierung 2004 ist das Wasser hier aber angeblich nicht mehr trinkbar. Und das gelte auch für alle anderen öffentlichen Wasserstellen in der Stadt. Selbst im Zentrum von Passos haben wir jetzt nur noch einen Brunnen, aus dem man trinken kann. Ja, weil sie mit ihrem Wasser Geld verdienen wollen. Aber das hier wäre umsonst. Seit 8 Jahren ist die Wasserversorgung in Passos de Ferreira komplett in der Hand von einem privaten Unternehmen. Die Konsequenzen der Wasserprivatisierung hier waren verheerend. Wir hatten 400% Preiserhöhung in nur 6 Jahren. Ein Desaster. Es gibt überhaupt keinen wirtschaftlichen Zusammenhang mehr zwischen den wirklichen Kosten, der Verteilung des Wassers und dem Betrag, der am Monatsende auf der Rechnung der Leute auftaucht. Wasser ist das Gesprächsthema Nummer 1 im Ort. Die Bürger müssten bis zu 20% ihres Einkommens für Wasser bezahlen, klagt Madalena Martins, die Präsidentin der Bürgerbewegung. In Passos ist das Wasser 40-mal teurer als in den Gemeinden, die noch nicht von der Privatisierung betroffen sind. Dort gehört das Wasser der Stadtverwaltung. Seit der Privatisierung seien die Wasserpreise explodiert, bestätigt Humberto Brito. Wir fahren quer durch die Stadt, durch enge Straßen, über grüne Hügel. Er führt mich in den Garten von Emanuel da Costa Campos. Im Garten hinter seinem Restaurant sprudelt eine kleine Quelle. Mit dem Wasser hat er Blumen und Gemüse gewässert, bis eines Tages die Polizei vor der Tür stand. Sie kamen hierher, um mir zu sagen, dass ich zu wenig Wasser verbrauchen würde. Deshalb dürfe ich jetzt nicht mehr das Wasser meines Brunnens benutzen, sondern müsse das Wasser des Unternehmens nutzen. Ungefähr 25.000 Euro Strafe sollte ich zahlen, weil ich keine Genehmigung für meinen Brunnen hätte. Aber das war nicht wahr. Emanuel da Costa Campos hat Glück gehabt. Unterstützt von Humberto Brito, der gleichzeitig Rechtsanwalt ist und sich ehrenamtlich für die Mitbürger einsetzt, hat er die Strafandrohung abgewehrt und darf seinen Brunnen nun weiter nutzen. Doch viele Bürger würden sich von den Besuchen der Polizei und den Strafandrohungen einschüchtern lassen, erklärt mir Humberto Brito. Seit der Rechtsanwalt in der Bürgerbewegung aktiv ist und begonnen hat, sich juristisch mit den privaten Wasserunternehmen anzulegen, habe er eine Menge Feinde, sagt er. Er sei sogar schon bedroht worden. Am Anfang haben sie unsere Bewegung nicht ernst genommen. Doch nachdem sie gemerkt haben, dass wir es ernst meinen, haben sie mich bedroht. Sie haben mir am Telefon gesagt, dass sie mich umbringen wollen. Das ist jetzt 5 Jahre her. Passiert ist Brito bislang nichts. Joaquim Pinto schöpft Wasser aus seinem Brunnen für den Garten. Der Rentner ist für Haus und Garten Selbstversorger und nicht ans öffentliche Wassernetz angeschlossen. Das private Wasserunternehmen will ihn zwingen, einen Anschluss legen zu lassen. Er zeigt mir Briefe, in denen ihm hohe Strafen angedroht werden, wenn er sich weiter weigere. Wir informieren Sie darüber, dass bla 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 hier. Der Anschluss an das Wasser- und Abwassernetz obligatorisch ist. Das ist eine Lüge. Das ist kompletter Unsinn. Und jeder weiß das. Sobald ein Haus die Genehmigung zur Wassernutzung aus dem eigenen Brunnen hat, kann niemand zu einem Anschluss gezwungen werden. Da werden die Leute hier glatt belogen. Und das alles nur aus einem einzigen Grund. Dieses private Unternehmen will ordentlich Kasse machen. Joaquim Pinto ist sauer, aber auch ein wenig verzweifelt.
Mehrere tausend Euro hatte er beim Hausbau investiert, um eine unabhängige Wasserversorgung zu haben, mit der das private Wasserunternehmen kein Geld verdienen kann. Als mein Haus gebaut wurde, gab es jedoch noch gar keine öffentliche Wasserversorgung. Kein Abwasser und kein Wasser. Da habe ich es einfach selbst gebaut und bekam auch eine Genehmigung dafür, mein eigenes Wasser nutzen zu dürfen. Das, was jetzt passiert, ist reine Schikane. Die schicken den Leuten die Polizei auf den Hals, um sie zu einem Wasseranschluss zu zwingen. Der Vizepräsident des Stadtrats selbst ruft bei den Leuten an, um ihnen zu sagen, dass sie dazu verpflichtet seien, obwohl sie wissen, dass das nicht stimmt. Sie führen das Volk an der Nase herum. Die höchsten Wasserpreise Portugals, kein Zugang zu öffentlichen Quellen, keine Nutzung der hauseigenen Brunnen und Anschlusszwang. Das alles sehen die Mitglieder der Bürgerbewegung 6. November als Folgen der Privatisierung. Ihre Forderung? Die Kommune soll die Wasserversorgung wieder selbst übernehmen. Doch es soll anders kommen. Der marode portugiesische Staatshaushalt braucht dringend Geld. Die EU fordert, die Schuldenlast abzubauen und empfiehlt unter anderem die Privatisierung der nationalen Wasserversorgung. Das würde schnell einige Milliarden in die Kasse spülen. Ein Skandal, findet Jorge Fael von der landesweiten Bürgerinitiative Das Wasser gehört allen. Die Privatisierung der Wasserversorgung in Portugal betrifft das Wasser als Ganzes und nicht nur die Wasserversorgung. Das heißt, es geht um das Recht an der Ressource Wasser, um Wasser aus Flüssen und Wasserreservoirs. Wenn die Regierung weiter an diesem Projekt festhält, wird ein privates Unternehmen das alles komplett kontrollieren können. Es kann dir vorschreiben, wie viel Wasser es dir zur Verfügung stellt, wem es zugutekommen soll und so weiter. Die Mehrheit der Portugiesen ist strikt dagegen. Die Privatisierung des Wassers würde bedeuten, die Kontrolle über das ganze Land zu verlieren, und zwar an die privaten wirtschaftlichen Interessen. Es würde bedeuten, dass sich die politische Macht der wirtschaftlichen unterwirft. Denn wer die Kontrolle über ein solch wichtiges Gut wie das Wasser besitzt, kann auch über die Bedingungen der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes bestimmen. Auf dem Marktplatz von Passos de Ferreira wird immer noch diskutiert. Die Bürgerbewegung 6. November hat zwar tausende Menschen auf die Straße gebracht, an den Wasserpreisen hat das aber bislang nichts geändert. Und der jetzige Bürgermeister sieht angesichts leerer Kassen keine Chance, das Wasserunternehmen zurückzukaufen. Umberto Brito will trotzdem weiter kämpfen. Ich glaube an die Demokratie, an den Willen des Volkes, der sich hinwegsetzt über den wirtschaftlichen Einfluss. Deswegen kämpfe ich und daran glaube ich. Ich hoffe wirklich sehr, dass die Stadt so schnell wie möglich die Kontrolle über die Wasserversorgung in Passos zurückgewinnt.